Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal eine etwas andere Art des Videos. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es genannt habe jetzt am Ende. Aber ihr habt sicherlich im Titel gelesen, heute geht es mal um zubehörmäßige Sachen. Oder auch Amazon, Gadgets, Rucksack, keine Ahnung. Solche verschiedene Sachen. Was ich gefunden habe, was ich geholt habe. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis alles da war. Kurz vorneweg, keines der Sachen, die ich jetzt heute in dem Video zeigen werde, ist gesponsert oder ähnliches. Alles ist von meinem eigenen Geld gekauft. Ich habe selber überlegt, dass ich das mal ausprobieren möchte, was es gibt. Beziehungsweise hatte teilweise die Sachen eh schon da und wollte sie mal zeigen. Und genau, dann viel Spaß und wir fangen mit dem ersten an. Fangen wir an mit einem, ja, wie soll man sagen, mit einem Rucksack. Ich war jetzt ziemlich lange auf Suche. Ich habe jetzt viele Rucksäcke tatsächlich bei mir zu Hause liegen, teilweise war einige auch wieder zurückgeschickt, von wo auch immer sie kam, weil ich unzufrieden war. Ich habe jetzt halt einen Rucksack gefunden, der für meine Bedürfnisse sehr, sehr geil geeignet ist. Und das ist dieser OG-Rucksack hier, die genaue Bezeichnung hier. Und der OG-Rucksack ist deswegen geil, weil A, es ist geil verstaubarer Platz für Helme. Und zwar einmal in der Theorie kriegt man innen rein einen Helm, wenn man möchte. Dann gibt es hier unten eine tolle Sache zum Ausklappen, und zwar ein Helmnetz. Oben angeschlossen, so sind sie da rangepackt. Hier kannst du den Helm reintun. Außerdem hat er einen mitgelieferten Regenschutz oben drinnen. Zeigen. Der hier, das ist eine Regenhülle, die kann man hier rausholen. Die Größe ist nämlich ganz wichtig. Einmal brauche ich genug Platz für meinen Laptop, dass ich den mitnehmen kann. Hier hinten, der ist ein bisschen größer, deswegen ist die Größe ziemlich geil. 16 Zoll oder Inch, wo auch immer. Der Griff ist ganz geil, der ist nämlich schön, wie man sieht, fest. Ja, da fällt nichts runter. Und auch, dass man den Rucksack praktisch größer und kleiner machen kann. Diese Reißverschlussding hier kann man nicht zumachen, dann ist der ein bisschen weniger Platz. So einmal. Und dann, wenn man es aufmacht, passt halt auch innen ein Helm theoretisch rein. Dazu dann alles mögliche in kleinen Taschen, wo man kleine Sachen verstauen kann. Hier oben, hier hinten mit Reißverschlüssen. Innen drin, vorne, wo gerade bei mir Waschtücher sind, weil ich war gerade beim Waschen von der Maschine. Und nochmal Platz mit Gitterabtrennung. Und sehr geil, auch dass das hier schön fest ist, dann kann der Helm da schön anliegen, ohne irgendwo reinzudellen oder ähnliches am Rücken dann. Und als allerletztes die zwei Sachen noch, hier kann man theoretisch einen USB-Ausgang bauen, von der Powerbank zum Beispiel, wenn man es regensicher haben möchte, Wasserhalter und was, hier? An einer Seite, da, hier gibt es noch eine Helmschnalle, ja, hier kann man nochmal einen extra Helm an der Seite transportieren mit Karabiner. Genau, das ist jetzt aktuell mein Helm, mit dem ich so ziemlich alles mache, weil, jo, taugt mir sehr gut. Es gibt immer zwei Sprays bei mir, die ich zu Hause habe und die immer eigentlich irgendwie entweder halb voll oder voll sind. Und das sind einmal das Kettenspray, weißes bei meiner Kette. Meine Kette ist weiß, daher weißes Kettenspray. Für jedes Mal, wenn ich irgendwie entweder auf größeren Touren bin, so wie wir jetzt letztes Wochenende waren. 1200 Kilometer ist ein bisschen mehr als so eine Kette empfohlen ist, dass sie ohne neuen Spraying gefahren wird. Daher immer eins dabei bei uns, um zwischendrin mal so jeden Tag oder je nachdem wie viel man pro Tag fährt, mal nachzusprayen, damit die Kette auch schön geschützt ist. Das andere Spray hat auch mit der Kette zu tun, und zwar ist es der Kettenreiniger. Das benutze ich natürlich nicht so häufig wie, wie das Kettenspray, daher auch eine kleinere Dose, in der das verkauft wird. Aber den Kettenreiniger macht schon immer mal wieder Sinn, ihn zu verwenden, dass die Kette wieder silberner wird. Bei mir sieht man jetzt gerade, es ist schon ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal gereinigt habe, aber man sieht noch, dass sie silbern ist. Wird langsam tatsächlich auch wieder Zeit, dass die Kette gereinigt wird demnächst. Und um das Ganze zu machen, Teil 2 dazu. Der Kettenbürst ist kein Hexenwerk, das ist so ein Ding. Kombination funktioniert gut. Hinten drauf steht auch, wie man es verwendet. Hier dran setzen und zum Beispiel durchlaufen lassen, bewegen oder ähnliches. Und da geht richtig, richtig viel Dreck runter. Um für den Schutz. Genau. Ja. Formen und so. Kommen wir zum nächsten, was ich tatsächlich öfter auch benutze, wovon ich auch immer was zu Hause habe, ist Helm-Visierreiniger. Erklärt sich praktisch von selbst, warum. Wenn man fährt, kriegt man einiges ab an Insekten, Regen, an Schlamm, Staub, an Dreck, keine Ahnung, alles Mögliche, was dann natürlich am Helm klebt und am Visier. Am Visier ist es natürlich am beschädlichsten, da das unsere Sicht beeinträchtigen kann und wir wollen ja sehen können, wo wir hinfahren. So, es heißt ja nicht umsonst, man fährt dahin, wo man hier schaut. Aber mit denen
kann man tatsächlich nichts falsch machen. Der vorletzte Punkt, dass ich immer wieder verändert habe. Und zwar, diese schöne zusammengedingste Sache ist eine Regenkombi. Ich zeige euch mal kurz, wie die aussieht, wenn die aufgebaut ist, also wenn die aufgeklappt ist. Und vielleicht finde ich sogar eins, wo ich sie anhatte. Da diese Regenkombi wirklich uns den Arsch jetzt gerettet hat auf der Tour, die wir gemacht haben nach Italien runter. Ich war sehr zufrieden. Mein Cousin hat dieselbe Regenkombi, der war ebenfalls sehr zufrieden. Wir waren beide sehr, 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 sehr trocken. Würde ich jedes Mal wieder mitnehmen jetzt halt auf jede Tour. Okay, und last but not least, eine Sache, die ich jetzt schon sehr lange immer wieder dran habe, ist meine Seitentasche. Recht einfach, hatte hier einen hinten irgendwo jetzt bei mir einfach einen Clipverschluss für um die Hüfte und einen für ums Bein, für die Stabilität, dass es hält. Also es passt schon. Es hält auf jeden Fall. Ist halt ganz schön geräumig. Hat hier eine große Tasche mit einer Seitentasche, wo ich zum Beispiel meine Papiere drin habe und Geldbeutel. Und vorne nochmal eine Tasche, die dann extra abgehärtet ist. Wo ich gerade Kippen und sonst was drin habe. Schlüssel, bisschen Kleingeld. Aber die ist schön geräumig, da passt viel rein. Da passt die 360 rein. Also mit der Tasche bin ich wirklich sehr zufrieden. Alles, was ich so mit der gemacht habe, hat funktioniert. Und damit sind wir durch mit den Sachen, die ich heute dabei hatte. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich auf euch in den Kommentaren. Und lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat, ob ich mehr ausprobieren soll, eventuell an verschiedenen so kleineren Sachen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das schaut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.